Ja, wenn ich sie ins Gesicht hätte, dann würde mich das ganz schön stören. Ich stelle meine Haare nicht hoch, weil meine stören mich nicht. Deine Haare sind aber viel länger als meine. Und meine, wenn die mir ins Gesicht fallen, dann müsste ich immer so machen. Ganz schön bescheuert, oder? Und außerdem sind deine so lang, dass du sie am Gesicht entlang zur Seite tun kannst. Und ich kann das nicht. Dann musst du dir deine Haare wachsen lassen. Und sieh doch aus wie ein Mädchen. Doch egal. Ja, aber ich bin noch ein Junge. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, die Haare wollten eigentlich mal bei mir bleiben. Warum haben sie immer so eine Strickmütze auf dem Kopf? Das liegt eigentlich daran, dass ich bloß noch an der Seite Haare habe und oben auf dem Kopf, soll ich sie mal abnehmen, da habe ich eine riesengroße Glatze. Und wenn noch Wetter ist wie heute, dann regnet es mir auf den Kopf. Und wenn schönes Wetter ist, dann sticht mir die Sonne auf den Kopf und dann kriege ich Kopfweh. Und warum haben Sie jetzt hier drin eine Mütze auf? Weil da scheint ja gar keine Sonne und es regnet nicht. Aber wenn ich einen kalten Kopf kriege, dann kriege ich auch Kopfweh. Und deshalb ziehe ich lieber eine Mütze auf und dann kriege ich keinen kalten Kopf. Dann bleibt der Kopf immer gleich warm und dann fühle ich mich wohl. Der Uli, der hat ja immer so eine Strickmütze auf. Und warum machen Sie das denn nicht? Ja, das eine ist vom Uli und ich möchte einfach so, dass meine Haut oben so direkt in der Luft ist. Weil der Uli hat auch gesagt, dass man einen Sonnenbrand bekommt. Da hat der Uli vollkommen richtig. Und wie machen Sie das dann? Lassen Sie Ihr Sohn bekommen einfach einen Sonnenbrand, oder wie? Ich habe ein kleines Mützchen, wenn die Sonne scheint, und dann ziehe ich das Mützchen auf. Und wenn es regnet, ziehen Sie das Mützchen auch auf? Da habe ich dann manchmal einen Hut oder einen Regenschirm. Wonderful, incredible, wonderful, incredible.